Hallo und herzlich willkommen oder moin moin zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Ein weiterer Teil der Lesung des doch für manche überraschenden Buches Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. Ich denke, so viel wie da über europäische Geschichte drinsteht, ist das eigentlich ein Buch, das in jeder Schule hätte gelehrt werden sollen. Da aber leider die Schulen von den Jesuiten regiert werden, wird da natürlich nichts gelehrt, was sie in irgendeiner Art und Weise bloßstellen könnte. Also ist man auf seine eigenen Studien angewiesen, genauso wie Tapasorci es damals bereits sagte, dass in der Zukunft es wohl nur noch Amateure gibt, die sich mit der Geschichte beschäftigen werden, um die Vergangenheit zu verstehen und daraufhingehend Vorhersagen für die Zukunft machen können oder auch die Gegenwart begreifen können, wie ich ja bereits in Herrscher des Bösen euch erklärt hatte. Aber ich will jetzt gar nicht lange rumschweifen, ich will gleich anfangen mit der Lesung heute über die verborgene Geschichte der Jesuiten aus dem Buch von Edmond Paris. Wir machen weiter im Kapitel 8, immer noch in dem Abschnitt die Jesuiten in Europa. Oder wie das heißt, da komme ich jetzt nicht auf den genauen Namen, ist auch wurscht. Die Jesuiten in der europäischen Gesellschaft, genau, ich habe es ja extra dahingeschrieben. Das ist Video Nummer 10, Kapitel 8, die Jesuiten und General Boulanger und die Jesuiten und die Dreyfus-Affäre. Na, über die Dreyfus-Affäre habe ich ja schon mal berichtet, aber im Englischsprachigen, als ich das Buch gelesen habe, Behind the Dictators, also hinter den Diktatoren von Leo Herbert Lehman, das ja leider nur in Englisch da ist und was sich Andreas bereit erklärt hat zu übersetzen, bevor er sich verabschiedet hat von der Zusammenarbeit, zumindest für den Zeitpunkt. Vielleicht macht er das ja irgendwann nochmal. Und wenn nicht, dann lernen wir jetzt halt hier in dem Buch von Edmond Paris über die Dreyfus-Affäre. So, dann werde ich das hier jetzt ein kleines bisschen größer machen, dann ist das etwas leichter zu lesen für mich. So, und dann fahren wir fort auf Seite 73 in dem PDF von 163 Seiten, also wir sind noch nicht ganz bei der Hälfte angekommen. Die Feindseligkeit am Ende des 19. Jahrhunderts seitens des Staates, deren Opfer die fromme Partei zu sein vorgab, wird wohl der Berechtigung nicht ermangelt haben, wenngleich diese Feindseligkeit oder besser gesagt Skepsis bis dahin weit positiver aussah. Genau genommen zeigte sich laut Abt Brugeret, den wir ja schon vorher erwähnt hatten, der geistliche Widerstand gegen das Regierungssystem, das sich Frankreich freiwillig gab, bei jeder Gelegenheit. Obwohl von der Geistlichkeit stark unterstützt, schlug im Jahre 1873 der Versuch, die Monarchie mit Graf von Chambord, der übrigens ein Heinrich Karl von Bourbon war, also aus dem Geschlecht der Bourbonen, sehr wichtig, um anzumerken, das Geschlecht der Bourbonen sollte man ruhig mal ein wenig studieren. Ja? Also die Monarchie mit Graf von Chambord wiederherzustellen, der Versuch schlug fehl, weil der Prätendent, also der Thronbewerber, Karl von Bourbon, sich hartnäckig weigerte, die dreifarbige Fahne, für ihn das Symbol der Revolution, zu übernehmen. Ne? Die französische Tricolore kennen wir ja. Weiß, Blau, Rot, die Farben, die da dargestellt sind. So wie er leibt und lebt, scheint der Katholizismus der Politik oder einer bestimmten Art von Politik verpflichtet. Ja, der Katholizismus ist in erster Stelle überhaupt politisch und er ist an zweiter Stelle spirituell. Ja, also die Aussage stimmt, so wie sie hier steht, 100%. So wie er leibt und lebt, scheint der Katholizismus der Politik oder einer bestimmten Art von Politik verpflichtet. Übrigens, ich muss hier meine Aufnahme eben mal so laufen lassen, dass ich das hier sehen kann. Sonst, ihr wisst ja, können da Unglücke von kommen. Monarchietreue wurden von Generation zu Generation weitergegeben. In den alten Adelsfamilien genauso wie im Bürgertum und im gemeinen Volk. In den katholischen Gebieten im Westen und im Süden. Deren Nostalgie eines alten und idealisierten, in einem abenteuerlichen Mittelalter angesiedelten Regimes war verbunden mit dem Verlangen glühender Katholiken, deren Hauptsorge in der Rettung der Religion bestand. Mit dem rechtmäßigen und frommen, als für die Kirche günstigste Regierungsform angesehenen Königshaus von Chambord stellten sich diese geschlossen hinter Veuillot, das ist
Louis-François Veuillot, ein französischer Schriftsteller und ab 1848 Chefredakteur der katholischen Zeitschrift L'Univers, das Universum. Ne? Die universale Religion ist ja die katholische Religion. Wir wissen ja, dass universal und katholisch zwei Wörter sind, die exakt dasselbe bedeuten und die untereinander beliebig austauschbar sind. Jenseits des Zusammenschlusses dieser politischen und religiösen Kräfte, hallo, Trennung von Staat und Kirche, wurde in der angespannten Situation nach dem Kriege eine Art reaktionäre von Monseigneur Pie, Bischof von Poitiers, perfekt veranschaulichte Mystik geboren, sowie deren beste Inkarnation in der kirchlichen Welt. Zitat: Frankreich, das ein anderes Oberhaupt erwartet und nach einem Meister ruft, erwählt von Gott erneut das Zepter des Universums, das ihm für eine Zeit lang aus den Händen gefallen war. Ende Zitat. An dem Tage, wo es wieder gelernt haben wird, auf seine Knie zu gehen. Also hier ist Ende Zitat. Ja? Also Frankreich, das ein anderes Oberhaupt erwartet und nach einem Meister ruft, erhält von Gott erneut das Zepter des Universums, das ihm für eine Zeit lang aus den Händen gefallen war, an dem Tage, wo es wieder gelernt haben wird, auf seine Knie zu gehen. Wenn es sich wieder demütig dem Papst unterstellt, heißt das auf Hochdeutsch. Dieses von einem katholischen Historiker gezeichnete Bild ist aussagekräftig. Es hilft, die Schritte zu verstehen, die wenige Jahre später dem vergeblichen Restaurationsversuch des Jahres 1873 folgten. Derselbe katholische Historiker beschreibt die damalige politische Haltung des Klerus folgendermaßen, Zitat: Zur Wahlzeit werden die Presbyterien, also Altarräume, zu Zentren für reaktionäre Kandidaten. Die Priester und diensthabenden Pfarrer machen zwecks Wahlpropaganda Hausbesuche, verleumden die Republik und deren neue Unterrichtsgesetze. Sie erklären, dass jene, die für die Freigeister, die derzeitige Regierung oder Freimaurer als Banditen, Gesindel und Diebe beschrieben, stimmen, sich der Todsünde schuldig machen. Einer erklärt, dass einer Ehebrecherin leichter vergeben werde als jenen, die ihre Kinder in Laienschulen schicken. Hierzu muss man wissen, ich mache mal eben Pause, mit Laienschulen sind hier die Schulen gemeint, die nicht unter der Fuchtel des römischen Katholizismus stehen. Wir wissen ja bereits aus vorherigen Studien, dass der römische Katholizismus von sich das Recht behauptet zu haben, die Ausbildung in die Hand nehmen zu dürfen, alleine. Alle Schulen müssen ihr unterstellt sein. Da hatten wir ja schon drüber von gesprochen. Geht zurück in dieser Lesung des Buches, da kommt das drin vor. Und wer es noch genauer wissen will, es gibt ein ganz tolles Buch aus den 1880er Jahren von J. Edward Lansing. Das heißt Romanism and the Republic. Und da wird alles, was mit Freiheit zu tun hat, wir nehmen jetzt mal die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika, gegenübergestellt, was es im kanonischen Recht heißt. Und da kommt auch dieses Schulsystem ganz deutlich zur Sprache auf ungefähr Seite 90 in dem Buch. Ich habe mir das gerade an von Tom Fressler, das 2009 First Amendment Radio gelesen hat. Und das ist sehr interessant, sich das auch mal anzuschauen, wenn man das kann. Also, einer erklärt, dass einer Ehebrecherin leichter vergeben wird als jenen, die ihre Kinder in Laienschulen schicken. Das heißt, mit Laienschulen sind hier die Schulen gemeint, die aus dem Protestantismus erwachsen sind. Schulen, die entweder 100% dem Staat unterstehen, solange der Staat nicht unter dem Einfluss der Kirche steht, oder eben die nicht dem Einfluss des Staates unterstehen. Ja, das sind Laienschulen, die hier gemeint sind. Ein anderer, dass es besser sei, ein Kind zu erwürgen, als das Regierungssystem zu unterstützen. Ein dritter, dass er jenen, die für die Anhänger des Regierungssystems stimmen, die Sterbessakramente verweigern werde. Die Sterbessakramente, das ist eins der sieben Sakramente der römisch-katholischen Kirche. Eines dieser Werke, die man als braver Katholik machen muss, weil man sonst keine Erlösung erlangt. Was sagt denn Jesus Christus zur Erlösung? Er sagt,
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater denn durch mich. Mit anderen Worten, es gibt keine Sakramente in der Bibel, es gibt nur die Erlösung durch die Gnade. Keine Werke, auf das niemand sich rühme oder brüste, wie es so schön auch heißt. Ja? Also, für einen Katholiken ist das natürlich eine Strafe, wenn man ihm vorher sagt, wir werden dir die Sterbesakramente untersagen oder verweigern. Die Drohungen werden wahrgemacht. Republikanische und antiklerikale Geschäftsleute werden boykottiert. Mittellosen wird jede Hilfe verweigert und Arbeiter werden entlassen. Ende Zitat von Adrien Dansett. Diese Auswüchse seitens eines immer mehr vom jesuitischen Ultramontanismus beeinflussten Klerus sind umso weniger akzeptabel angesichts der Tatsache, dass sie von Geistlichen ausgehen, die, da das Konkordat noch in Kraft ist, von der Regierung bezahlt werden. Ein Satz, den man sich auf der Zunge zergehen lassen muss und über den man nochmal ruhig nachsinnen sollte. Aber dafür könnt ihr das Video gerne auf Pause setzen, ich werde mit der Lesung fortfahren. Auch ist die Mehrheit der öffentlichen Meinung über den Druck auf die Gewissen alles andere als erfreut, wie oben erwähnter Autor schreibt, also Adrien Dansett. Zitat: Wie bis jetzt zu sehen war, ist das französische Volk in seiner Gesamtheit religiösen Fragen gegenüber gleichgültig. Und die Pflege religiöser Praktiken können wir nicht mit wahrem Glauben verwechseln. Tatsache ist, dass die politische Landkarte Frankreichs identisch ist mit dessen religiöser Landkarte. Man kann sagen, dass die Franzosen in Gebieten, wo der Glaube stark ist, für katholische Kandidaten stimmen. Andernorts wählt man bewusst kirchenfeindliche Abgeordnete und Senatoren. Klerikalismus, also kirchliche Autorität in Sachen Politik mit der üblichen Bezeichnung Priesterregierung, wollen Letztere nicht. Wichtig ist, dass wir eben aus diesem kleinen Zitat von Adrien Dansett, was ich gerade vorgelesen habe, dass wir hier verstehen, dass die Franzosen sich in zwei verschiedene Richtungen aufspalten. Wenn sie sich der Kirche hingeben, dann ist es die römisch-katholische Kirche. Und wenn sie sich der Kirche verweigern, dann wenden sie sich dem, zwischen Anführungszeichen, Humanismus zu. Ja? Anstatt, und das wäre vielleicht für Frankreich auch mal interessant gewesen, sich dem Protestantismus zuzuwenden. Aber der Protestantismus hat in Frankreich niemals die Stärke erlangt, die er in Deutschland erlangt hat. Hat in Frankreich niemals die Stärke erlangt, um in die Politik einzugreifen, wie es in Deutschland passiert ist mit dem Zweiten Deutschen Reich durch Bismarck zum Beispiel. Das muss man natürlich wissen. Die Franzosen haben sich entweder, wenn sie sich der Kirche zugeneigt fühlten, der römisch-katholischen Kirche zugeneigt, oder sie haben sich von ihr komplett abgewandt und dem Humanismus gefrönt, der ja deutlich das Resultat war aus der Revolution 1789, der französischen Revolution, die von den Jesuiten eingeleitet wurde. Nur mal eben deutlich machen. Also sie sagen entweder katholische Kandidaten oder eben Abgeordnete, die mit der Priesterregierung nichts zu tun haben wollen. Ja? Also totale Abwendung von der Kirche, anstatt eben protestantische Kirchen oder protestantische Priester, und zwar wirkliche protestantische Priester, einzusetzen, die nicht Rom als obersten Herrn haben, wie die Katholiken das ja haben. Aber das Zitat fährt hier fort: Ein Großteil der Katholiken hat genug von der Tatsache, dass der Priester, diese lästige Person, über Predigtanweisungen und Beichtvorschriften Gedanken, Meinungen, Handlungen, Essen und Trinken, ja, sogar Intimitäten des Ehelebens kontrolliert und sich so in das Verhalten der Gläubigen einmischt. Durch Wahrung ihrer Selbstständigkeit als Bürger beabsichtigen sie, seine Herrschaft wenigstens einzuschränken. Ende Zitat von Adrien Dansett. Ein Großteil der Katholiken hat genug von der Tatsache, dass der Priester sich über Predigtanweisungen und Beichtvorschriften in Gedanken, Meinungen, Handlungen, Essen und Trinken, sogar Intimitäten des Ehelebens einmischt.
Ja, ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die Lehre in der römisch-katholischen Kirche, dass innerhalb der Ehe Sex nur zugelassen ist, wenn man sich weiter fortpflanzen will. Sex zum Spaß verbietet die römisch-katholische Kirche. Die Bibel übrigens nicht. Die Bibel spricht da nicht drüber. Die sagt, was im Einverständnis zwischen Mann und Frau, die verheiratet sind, im Badezimmer wollte ich gerade sagen, im Schlafzimmer passiert, das ist eine Sache des gegenseitigen Einverständnisses der zwei Personen. Was anderes, eine andere Aussage findet man in der Bibel nicht. Dass sich die katholischen Priester in die Gedanken und Meinungen und Handlungen einmischen, ja, daran sieht man ja, dass die Beichtvorschriften, die wir hier erwähnt haben, das war ebenso wichtig, weil durch die Leute mehr oder weniger zu verpflichten, regelmäßig zur Beichte zu gehen, kannten die Priester die Gedanken, Meinungen und Handlungen der Personen, die in der Beichte waren, und konnten ihnen vorschreiben, wie sie zu leben haben. Eben genau das Gegenteil von dem, wo die Bibel spricht über Gedankenfreiheit, Gewissensfreiheit, Meinungsfreiheit und Handlungsfreiheit. Handlungsfreiheit natürlich immer unter dem Grundsatz, dass man einem anderen nicht zufügen soll, was man selbst nicht will, was sie einem zufügen. Das ist ja wohl logisch, ne? Das sagt Jesus ja, ne? Behandle deinen oder liebe deinen Nachbarn wie dich selbst. Ne? Wenn ich mir selbst nicht auf die Schnauze haue, dann haue ich meinem Nachbarn auch nie auf die Schnauze. Ganz einfach. Aber durch diese Beichtvorschriften hat die römisch-katholische Kirche Griff auf die Bürger. Ja? Und sie probieren das hier also. Sie probieren auf der einen Seite selbstständig zu sein, aber trotzdem den Katholizismus zuzulassen und damit seine Herrschaft wenigstens einzuschränken, sagt Adrien Darcet hier. Doch heute würden wir gerne noch diesen Selbstständigkeitssinn wahrnehmen. Ja, das würden wir heute auch gerne. Aber gerade wir im 21. Jahrhundert sehen, dass unsere Selbstständigkeit, von der der Autor hier spricht, mehr und mehr und mehr eingeschränkt und weggenommen wird. Und das alles unter dem Namen der Sicherheit gegen den Terrorismus und politisch korrekte Ausdrucksweise und so weiter und so weiter. Selbstständigkeitssinn ist heute verpönt, weil das ist nicht politisch korrekt. Ja, und das ist leider so, ohne dass man dabei jetzt was direkt dran machen könnte. Auch heute würden wir gern noch diesen Selbstständigkeitssinn wahrnehmen, sagt Edmond Paris 1975, als das Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten auf Französisch original erschien. Doch wenn auch jener Großteil der Katholiken eine derartige Meinung besaß, so würden die Ultramontanen keineswegs abrüsten und nehmen bei jeder sich bietenden Gelegenheit den Kampf gegen das verhasste Regierungssystem wieder auf. Eine Zeit lang dachten sie, sie hätten den Mann der Vorsehung in der Person General Boulanger. Georges Boulanger, der lebte zwischen, oh ja, jetzt habe ich hier falsch kopiert, der lebte zwischen 1873 und 1800, oder 1837, Entschuldigung, 1837 bis 1891, wollen wir eben sehen, ob wir von dem hier ein Bild finden können auf die Schnelle, weil ihr seht ja, ich habe diese Lesung auch mit Bildern nicht oder ganz wenig nur vorbereitet. Nochmal gucken. Das Komma muss da weg, natürlich. Georges Boulanger, haben wir da ein Bild von? Ja, wahrscheinlich hier aus dem Petit Journal. Der Selbstmord von Boulanger. Okay. Dann wollen wir mal schauen. Hier haben wir Georges Boulanger im Bild. Ja. Also, diese Person, Georges Boulanger, die wir hier im Bild sehen, ich speichere es jetzt auf dem Computer, das ist ja gut genug auf diese Art und Weise. Eine Zeit lang dachten sie, sie hätten den Mann der Vorsorge in Person General Boulangers, im Jahre 1886 Kriegsminister, gefunden, der seine persönliche Propaganda außerordentlich gut organisiert habend nach einem zukünftigen Diktator aussah. Naja. Wohl aufgrund seiner Handlung, nicht aufgrund seines Bildes. Ein Zitat wiederum von Adrien Darcet. Damit fährt der Autor fort in diesem Buch. Zwischen dem General und den Katholiken wird ein stillschweigendes Abkommen getroffen, das im Laufe des Sommers Gestalt annimmt. Er hat außerdem soeben ein Geheimabkommen getroffen, er hat außerdem soeben ein Geheimabkommen mit royalistischen Parlamentsmitgliedern, wie zum Beispiel Baron de Macau,
das ist Armand de Macau, und Graf de Mün, treuen Kirchenverteidigern der Versammlung, geschlossen. Der phlegmatische Innenminister Constance, Ernest Constance, droht damit, ihn verhaften zu lassen, und der Diktatorenanwärter flieht, also Boulanger, am 1. April 1889 mit seiner Geliebten nach Brüssel. Mit dem Boulangismus, und das ist in ganz kurz erklärt, das sind radikale Bonapartisten, ja, also Anhänger des Herrschaftsstils Napoleons, des Ersten und Dritten, radikale Bonapartisten, die sich um Boulanger gesammelt hatten, mit dem Boulangismus, hat also nichts mit Boulangerie zu tun, ne, mit der Bäckerei, Boulangismus, geht es von nun an rasch bergab. Ja, er ist ja auch geflüchtet und verbleibt in Brüssel anstatt in Frankreich. Frankreich wurde nicht eingenommen. Es erholt sich wieder. Bei den Stimmenabgaben am 22. September und am 6. Oktober des Jahres 1889, wir wissen ja, Boulanger flieht am 1. April 1889, erleidet der Boulangismus eine vernichtende Niederlage. Also der ehemalige Verteidigungsminister oder Kriegsminister, Georges Boulanger, erlebt eine Niederlage bei der Wahl oder zur Wahl des Präsidenten von Frankreich. Aus der Feder desselben Historikers, wir hatten jetzt gerade eben das Zitat von Adrien Dansett gelesen, aus der Feder desselben Historikers können wir lesen, was bezüglich dieses Abenteurers die Haltung des Papstes war. Das heißt, Leo der 13. Ja, da wollen wir doch mal eben ein kleines Bild von sehen, ne? Von Leo dem 13., den kennen wir ja inzwischen. Der hatte ja Papst Pius den 9. abgelöst und da haben wir auch ein Bild von. Jetzt müssen wir mal sehen, dass der Computer das hier ein bisschen lädt. Seht ihr, das ist ein schönes Bild von Papst Pius dem 13. Ein ganz berühmter Mensch, der in dem Buch Behind the Dictators eine Aussage gemacht hat gegenüber dem deutschen Kaiser. Ich glaube, ich habe das schon mal in einem anderen Video gebracht. Könnt ihr mal nachschauen, sonst müsst ihr euch mal die Lesung in dem, von dem Buch anhören von mir. Also von Behind the Dictator, das in Englisch. Leo der 13., der zum deutschen Kaiser damals sagte von, Deutschland soll das Schwert der katholischen Kirche in Europa werden. Worauf der Kaiser einwendete, und das steht in den Memoiren des Kaisers geschrieben, worauf der Kaiser einwendete, aber Papst, wir leben doch nicht mehr im Mittelalter, wir leben doch nicht mehr im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Die Zeiten haben sich geändert. Aber der Papst hat seiner Aussage Nachdruck verliehen und hat darauf bestanden, dass das so bleibt. Das Resultat war der spätere Erste und folgende Zweite Weltkrieg, wo Deutschland das Schwert des Vatikan in Europa war. Aber ich will jetzt nicht zu weit abschweifen. Nur mal eben so eine kleine Nebenlesung hierbei. Ja? Aus der Feder desselben Historikers können wir lesen, was bezüglich dieses Abenteurers die Haltung des Papstes, also Leos der 13., war, der im Jahre 1878 die Nachfolge Pius des 9., des Syllabus-Papstes, der Syllabus der Fehler von 1864, angetreten hatte. Und der so tat, als riete er den Gläubigen Frankreichs, sich auf die Seite des republikanischen Regierungssystems zu stellen. Also der Papst tut so, als ob er wollte, dass die Leute sich auf die Seite des republikanischen Regierungssystems stellen sollten. Das kann er ja eigentlich nur machen, wenn man bereits weiß, dass die Leute, die das republikanische Regierungssystem vertreten, ihm wohlgesinnt sind oder katholisch sind oder Jesuiten sind, gehe ich mal von aus. Zitat. Im August 1889 gibt der deutsche Botschafter beim Vatikan vor, der Papst sehe in dem General Boulanger den Mann, der die französische Republik zu Fall bringen und den Thron wiederherstellen würde. Wenn er das täte, mal eben eine Bemerkung von mir, wenn er den Thron wiederherstellen würde, dann hätten wir ja wieder eine Feudalherrschaft unter der Herrschaft des Papstes. Genau das, was er will. Okay? Wir können einen Artikel lesen, fährt der Autor hier fort, wir können einen Artikel lesen, in welchem sich der Moniteur de Rome, also der römische Beobachter, das war damals das päpstliche Amtsblatt,
mit der Hoffnung trägt, dass der Diktatorenanwärter, also Boulanger, die Macht übernehmen und die Kirche sehr davon profitieren können werde. General Boulanger schickt einen seiner ehemaligen Offiziere nach Rom mit seinem Brief an Leo den 13., worin er dem Papst verspricht, dass an dem Tage, wo er das Schwert Frankreichs in seinen Händen hielte, also Boulanger, er sein Möglichstes zur Wahrnehmung der Rechte des Papsttums tun würde. Punkt. Aus. Ende. Vorbei. Der ehemalige Verteidigungsminister oder Kriegsminister, wie auch immer, Boulanger, bestätigt hier dem Papst in einem Brief, dass er dem Papst hörig sein wird, wenn er regiert. Nichts anderes heißt das. An dem Tag, wo er das Schwert Frankreichs in seinen Händen hielte, also wenn ihr mich zum Präsidenten wählt, dann werde ich mein Möglichstes tun, um die Rechte des Papsttums in meinem Land wahrzunehmen. Das erinnert mich genau an, wie zum Beispiel Ronald Reagan, der damals bei dem Papst war und ihm sagte, Heiliger Vater, ich gebe Ihnen mein Land. Können wir in Lesung von Tom Fress drüber lernen. Solcher Art war der Jesuitenpapst. Aha, Leo der 13. war ein Jesuitenpapst. Sein Übermaß an Liberalismus wurde von den radikalen Geistlichen missbilligt. Die boulangistische Krise machte das von der religiösen Partei unter dem Deckmantel des Nationalismus gegen die Laienrepublik betriebene Vorgehen deutlich genug. Hatten doch die farblose Art der Hauptperson wie auch der Widerstand der Mehrheit der Nation den Versuch trotz dieser ganzen Agitationen zunichte gemacht. Dennoch hatten sich diese chauvinistischen Methoden als sehr effektiv, vor allem in Paris, erwiesen und sollten bei einer anderen, besseren Gelegenheit genutzt werden. Es kam dies zustande oder wurde es hervorgerufen? Das ist die Frage. Es kam dies zustande und die Schüler Loyolas standen natürlich an der Spitze der Bewegung. Wisst ihr, um es in einem kurzen Satz mal deutlich zu machen, die Jesuiten, die römische katholische Kirche, akzeptieren nur Regierungen, die von der Spitze nach unten funktionieren. Sie akzeptieren keine Regierung, die von unten herauf nach oben hin regiert. Also, eine Regierung, die aus dem Volk erwächst und dann für das Volk regiert, ist dem Papsttum, ist der römisch-katholischen Kirche ein Gräuel. Und der Syllabus der Fehler von Papst Pius IX. Spricht da ausführlich drüber. Der Papst und die römisch-katholische Kirche akzeptieren lediglich Regierungen, die von der Spitze nach unten hingehen. Und es kommt ja nicht für nix der Spruch irgendwoher, der Fisch beginnt am Kopfe zu stinken. Dies sind ihre Freunde, schrieb Pierre Dominique, ein Bigotter, also ein frömmelnder Adel. Ja, Bigott ist nicht frömmelnd. Bigott, wenn man im Englischen bezeichnet wird als Bigot, dann ist das einer eher, der verleumt und der gegen jemanden ist. Also mit der Übersetzung frömmeln, da bin ich hier nicht so ganz einverstanden. Ein bigotter Adel, eine Voltaire-ablehnende Bourgeoisie, also ein Bürgertum, und viele Militärs, also hohe Offiziere. Sie werden insbesondere auf die Armee einwirken und das Ergebnis wird die berühmte Allianz von Säbel und Weihwedel sein. Ein Weihwedel ist ein liturgisches, also ein kirchliches Gerät zum Besprengen mit Weihwasser. Ja? Ihr kennt das doch, wenn der Papst oder wenn der Priester so dieses Ding schwenkt mit dem Weihrauch zum Beispiel. Das ist also nicht viel anders als das. Säbel und Weihwedel, die Allianz. Ja, eine Allianz, die in der Bibel niemals gut geheißen werden würde, weil die lehnt Krieg und Militär ab. Ein kleines Zitat, ebenfalls von Pierre Dominique hier.
Im Zitat 1800, Entschuldigung, im Jahre 1890 ist es nicht mehr das Gewissen des französischen Königs, das sie beherrschen, also die Jesuiten, sondern der Generalstab oder zumindest sein Chef. Damals bricht die Dreyfus-Affäre aus, ein regelrechter Bürgerkrieg, der Frankreich in zwei Teile teilt. Dreyfus. Wer ist denn der Dreyfus, den wir hier jetzt erwähnen? Da wollen wir doch mal eben schauen. Da habe ich nämlich etwas vorbereitet. mal eben schauen, welche Nummer wir hier haben müssen. 8. Dreyfus. Wo habe ich den denn? Captain Dreyfus, Alfred Dreyfus. Könnt ihr das lesen? Captain Dreyfus, das Bild sieht man hier. Gut. Der Namensgeber oder Mitnamensgeber dieses Kapitels des Buches, das wir jetzt lesen. Also im Jahre 1890 ist es nicht mehr das Gewissen des französischen Königs, dass sie die Jesuiten beherrschen, sondern den Generalstab. Und daraufhin bricht der Dreyfus, die Dreyfus-Affäre, ein regelrechter Bürgerkrieg aus. Der katholische Historiker Adrien Dansett, von dem wir ja schon einige Zitate gelesen hatten, fasst die Affäre wie folgt zusammen. Zitat: Am 22. Dezember des Jahres 1894 wird der Artilleriehauptmann Albert Dreyfus des Landesverrats für schuldig befunden, zu Deportation auf Lebenszeit und unehrenhafter Entlassung verurteilt. 3 Monate zuvor hatte unser Nachrichtendienst in der deutschen Botschaft eine Liste geheimer Dokumente zur Landesverteidigung gefunden. Dieser stellte eine Ähnlichkeit zwischen Hauptmann Dreyfusens Handschrift und jener auf der Liste fest. Sofort rief der Generalstab aus: Der ist das, der Jude! Dieser Annahme war man nur, da es für den Landesverrat keine psychologische Erklärung gab. Dreyfus hatte einen guten Ruf, war reich und führte ein geregeltes Leben. Dennoch wird der Unglückliche inhaftiert und nach einer derart schnellen und parteilichen Untersuchung durch ein Militärtribunal verurteilt, dass die richterliche Entscheidung nur vorgefasst worden sein kann. Schlimmer noch, es wird sich später herausstellen, dass ohne Wissen des Anwalts des Angeklagten den Richtern ein geheimes Dokument übergeben worden war. Nun, bevor wir jetzt erstmal weiterlesen, möchte ich euch eben ein Ding verdeutlichen. Ich hatte ja gerade hier gelesen, ja, der ist das, der Jude. Mit dieser Dreyfus-Affäre, die von A bis Z Jesuiten kontrolliert und gesteuert war, hat man auch in Frankreich damals den sogenannten Antisemitismus zu schüren begonnen. Ja? Wir sprechen hier über das Ende des 19. Jahrhunderts, die 1890er Jahre. Und da werden jetzt die Juden in Frankreich in ein schlechtes Licht gestellt. Behaltet das mal im Hinterkopf für den Fortlauf der Geschichte, den wir ja noch weiter lernen werden. Das Zitat von Dansett fährt weiter. Zudem kam es im Generalstab nach Dreyfusens Verhaftung zu Indiskretionen. Und Offizier Picard, nach dem Juli des 1895 Chef des Nachrichtendienstes, erfährt von einem gewissen Petit Bleu, also ein kleiner blauer Eilbrief, genannten Projekt zwischen dem deutschen Militärattaché und dem französischen Offizier ungarischer Herkunft Esterhazy, ein Name, den ihr auch sicher schon mal gehört habt, Ferdinand Vincent Esterhazy, hier im Bild, ja. Letzterer ein zwielichtiger Mann, der für seine Wahlheimat nichts als Hass und Verachtung hat. Ja, das macht den Esterhazy zum perfekten Jesuiten, ne? Genau wie die Kanzlerin heute oder jeden Bundespräsidenten oder jeden anderen Präsidenten oder Regierungschef in der Europäischen Union, die katholisch sind und das Volk, das sie regieren, hassen und für ihre Wahlheimat nichts als Hass und Verachtung haben, weil ihre wirkliche, ihre einzige, ihre wahre Heimat ist Rom. Und das war bei dem Esterhazy nicht anders. Ein Beamter des Nachrichtendienstes aber, Offizier Henri,
über Joseph Henri, fügt der Dreyfus-Akte, wie wir sehen werden, ein gefälschtes Dokument bei, das, wäre es echt, für den jüdischen Beamten erdrückend sein würde. Auch entfernt und überschreibt er auf dem Petit Bleu den Namen Esterhazys, um so den Eindruck zu vermitteln, das Dokument sei gefälscht. Ergo fiel Picard im November des Jahres 1896 in Ungnade. Ende Zitat aus dem Buch von Adrien Dansett. Die Ungnade über den Chef des Nachrichtendienstes ist kaum verwunderlich. Sein Eifer, Licht in das dichte Dunkel zu bringen, ging zu weit. Der zuverlässigste Beweis findet sich in dem nach seinem Tode im Jahre 1930 erschienenen Buche »Die Wahrheit über Dreyfus« von Maximilian von Schwarzkoppen. Die Wahrheit über Dreyfus. Und auch dazu habe ich ein Bild vorbereitet. Ich sage, ich habe nicht viel, aber ein bisschen habe ich vorbereitet. Und das sehen wir hier. Militärattaché Schwarzkoppen. Die Wahrheit über Dreyfus. Aus dem Nachlass herausgegeben von Bernhard Schwertfeger. Berlin 1930. Und hier sehen wir ein Bild von Oberstleutnant von Schwarzkoppen, das 1896 gemacht wurde, also zu der Zeit natürlich. Ne? Und natürlich sehen wir hier das Malteserkreuz. Ne? Ja, okay. Und die schöne Pickelhaube. Also. Der zuverlässigste Beweis findet sich in dem nach seinem Tode im Jahre 1930 erschienenen Buche »Die Wahrheit über Dreyfus«, siehe das Bild hier rechts. Es war Esterhazy und nicht Dreyfus, von dem der Autor, damaliger Militärattaché an der deutschen Botschaft in Paris, geheime Dokumente der französischen Landesverteidigung erhielt. Zitat. Schon vorher, im Juli, hielt Picard den Augenblick für gekommen, dem Generalstabschef, welcher in Vichy war, brieflich Mitteilung von seinem Verdacht gegen Esterhazy zu machen. Und am 5. August 1896 fand die erste Unterredung mit ihm statt. General Boisdeffre billigte alles, was Picard bisher in der Angelegenheit getan hatte, und genehmigte, dass er seine Nachforschungen fortsetzte. Auch der Kriegsminister General Billot, Jean-Baptiste Billot, wurde noch im August von dem Verdacht Picards in Kenntnis gesetzt und billigte die von ihm getroffenen Maßnahmen. Esterhazy hatte, nachdem er von mir entlassen war, durch den Deputierten Jules Roche sich bemüht, ins Kriegsministerium kommandiert zu werden, wohl um dadurch die Verbindung mit mir wieder aufnehmen zu können, und hatte verschiedene Briefe sowohl an den Kriegsminister wie an dessen Adjutanten geschrieben. Einer dieser Briefe wurde an Picard gegeben, welcher dadurch in den Besitz der Handschrift von Esterhazy gelangte, und er stellte zum ersten Male fest, dass die Handschrift dieselbe war wie diejenige des Bordereaus, also des Verzeichnisses. Eine Fotografie dieses Briefes zeigte er Dupaty, das ist ein Major, Armand Dupaty, und Bertillon, das ist Alphonse Bertillon, Kriminalist und Menschenkundler, Anthropologe, ohne natürlich zu sagen, von wem der Brief geschrieben ist. Bertillon sagte, c'est l'écriture du Bordereau. Das ist die Handschrift des Bordereau. Ende Zitat. Und das ist aus dem Buch Le Carnet de Schwarzkoppen oder Die Wahrheit über Dreyfus, das Buch, das wir hier rechts eingeblendet stehen sehen. Spürend, wie seine Überzeugtheit, ein Zitat von Armand Charpentier aus Geschichte der Dreyfus-Affäre, fährt hier fort, spürend, wie seine Überzeugtheit von Dreyfusens Schuld bröckelte, beschloss Picard, die kleine Akte zu befragen, die nur den Richtern gegeben worden war. Archivar Gribelin händigte sie ihm aus. Es war Abend. Schließlich allein in seinem Büro öffnete Picard Henris unverschlossenen Umschlag, auf dem sich Henris mit blauem Stift geschriebener Paraph, also Namenszug, befand. Wir kennen das ja, Paraphieren, ne? Groß war seine Verwunderung, als ihm die Nichtigkeit jener jämmerlichen Dokumente klar wurde,
von denen nicht eines auf Dreyfus angewendet werden konnte. Erstmalig wusste er, dass der Verurteilte auf der Île du Diable, auf der Teufelsinsel, das ist eine kleine Insel der Salutinseln, 10 Kilometer nördlich vor der Nordostküste Südamerikas, unschuldig war. Tags darauf schrieb Picard einen Brief an General Bois d'Evre, in welchem er sämtliche Anklagepunkte gegen Esterhazy sowie seine jüngste Entdeckung offenlegte. Als er von jener Geheimakte las, sprang der General auf und schrie: Warum wurde sie nicht verbrannt, wie vereinbart? Weiter schrieb von Schwarzkoppen in seinem Buch: Meine Situation wurde außerordentlich peinlich. Es trat nunmehr die Frage an mich heran, ob ich zur Aufklärung des bedauerlichen, schrecklichen Irrtums mit der ganzen Wahrheit hervortreten und dadurch die Befreiung des unschuldig Verurteilten herbeiführen solle, Dreyfus? Hätte ich handeln können, wie ich wollte, so hätte ich diesen Schritt sicher getan. Bei näherer Überlegung kam ich jedoch zu dem Entschluss, mich nicht in diese Angelegenheit zu mischen, da man, wie die Dinge nun einmal lagen, mir doch nicht geglaubt hätte. Auch aus diplomatischen Rücksichten, ein derartiger Schritt nicht angezeigt gewesen wäre. Auch die Überlegung, dass die französische Regierung nunmehr in die Lage versetzt war, selber die nötigen Schritte zu tun, um das geschehene Unrecht aufzuklären und wieder gut zu machen, bestärkte mich in meinem Entschluss. Ende Zitat. Von Militärattaché Oberstleutnant von Schwarzkopf. Ein weiteres Zitat, mit dem das Buch fortfährt. Und dieses Zitat kommt zurück von Pierre Dominique. Man kann sehen, wie die Taktik des Generalstabs zum Leben erwacht, bemerkt Adrien Dansett. Ist Esterhazy schuldig, dann sind auch die Beamten schuldig, die die rechtswidrige Verurteilung Dreyfusens verursacht haben. Allen voran der damalige Kriegsminister General Mercier. Die Armeeinteressen erfordern das Opfer Dreyfusens. Das Urteil vom Jahre 1894 dürfen wir nicht antasten. Ende Zitat. Bei dem Gedanken, dass ein derartiges Argument bemüht werden könnte, also das Zitat gerade eben war von Adrien Dansett, ne? Ich habe hier ein bisschen zu weit gelesen, das kommende ist von Pierre Dominique. Bei dem Gedanken, dass ein derartiges Argument bemüht werden könnte, um, man möchte sagen, eine skandalöse Verurteilung zu rechtfertigen, verschlägt es einem heutzutage die Sprache. So sollte es die ganze Affäre hindurchgehen, die damals gerade erst begann. Natürlich befanden wir uns, also Frankreich, damals in einem antisemitischen Rausch. Tagtäglich wurden die Juden, es steht hier die Kinder Israels, ja, die Kinder Israels, Juden, die Kinder Israels sind ja mehr als nur die Juden, aber in diesem Fall geht es um die Juden. Täglich wurden die Juden von den gnadenlosen Abhandlungen Edouard Drumonts, ein französischer Schriftsteller, royalistischer Katholik, Nationalist sowie Vordenker des französischen Antisemitismus, in der Libre Parole, also freies Wort, von Drumont herausgegebenes antisemitisches Hetzblatt der französischen Rechten, als Vertreter der nationalen Korruption und Auflösung entlarvt. Das so geschaffene Negativvorurteil machte einen Großteil der öffentlichen Meinung a priori glauben. Das heißt, ohne weitere Beweise. Die bloße Behauptung ist schon gut genug. Wie viele Leute wirklich nur aufgrund bloßer Behauptung verurteilt wurden, da fange ich besser gar nicht erst drüber an, mal drüber nachzudenken oder zu sprechen. Ich sage nur Tony Alamo Ministries in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das so geschaffene Negativvorurteil, ja, ein Vorurteil ist meistens negativ, machte einen Großteil der öffentlichen Meinung ohne weitere Beweise glauben, Dreyfus sei schuldig, ohne weitere Beweise. Später aber, als die Unschuld des Angeklagten offensichtlich wurde, hielt man an dem ungeheuerlichen Argument der Unfehlbarkeit des Militärtribunals immer noch fest und von jetzt an
mit absolutem Zynismus. Das brüllt nach katholischer Einstellung, nach katholischer Politik. Obwohl bewiesen falsch, wird daran immer noch festgehalten. Was meine ich bei der katholischen Politik? In diesem Beispiel sagt euch die Schenkung von Konstantin etwas? Aufgrund der Schenkung von Konstantin behauptet der Papst, er hätte die temporäre Macht über die Ländereien in Europa. Aufgrund der Schenkung Konstantins. Nur leider sind diese Schenkungen Konstantins seit Jahrhunderten und das sogar offiziell und das heißt durch katholische Historiker bewiesene Fälschungen. Aber trotzdem bleibt der Papst behaupten, dass er deswegen die temporäre Macht über die Menschen ausüben dürfe. Und dies hier ist doch vergleichbar. Die Unschuld des Angeklagten wurde offensichtlich, aber man hielt an der ungeheuerlichen Argumentation der Unfehlbarkeit des Militärtribunals immer noch fest und von jetzt an mit absolutem Zynismus. Und das ist doch genau das gleiche mit der Unfehlbarkeit des Papstes. Der kann sagen, was er will. Aber wenn er ex cathedra von seinem Ton spricht, ist er unfehlbar. Auch wenn bewiesen ist, dass es falsch ist. Aber im römisch-katholischen Recht steht, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, auch wenn feststeht, dass der Papst geirrt hat, dann hat er doch noch recht. Und auch wenn feststeht, dass der Papst ein Mörder, Betrüger und Vergewaltiger und was weiß ich alles ist, dann müssen wir ihm trotzdem noch folgen. Das steht so im römisch-kanonischen Recht. Das ist offizielle römisch-kanonische Lehre. Muss man sich mal mit den Publikationen der römisch-katholischen Kirche der letzten Jahrhunderte beschäftigen, dann lernt man sowas. Und hier haben wir also, wie das im säkularen Leben genauso durchgespielt wird. Das Militärtribunal ist unfehlbar. Warum? Ja, wir, Leute, wir können doch nicht zugeben, dass wir einen Fehler gemacht haben. Dann lassen wir den Dreifuß doch lieber im Knast schmoren. Uns doch wurscht. Aber wir können nicht zugeben, dass wir einen Fehler gemacht haben. Nun, war es der Heilige Geist, fragt der Autor hier, der jene Richter in Uniform, die keinerlei Fehler machen konnten, inspirierte? Ja, es wäre verlockend, an jene himmlische Eingebung zu glauben, ganz ähnlich derjenigen, die die päpstliche Unfehlbarkeit garantiert. Wenn wir von Pater Dulac von der Societas Jesu lesen, der mit der Affäre eine Menge zu tun hatte. Zitat: Er leitete das Kolleg der Rue des Postes, wo von den Jesuiten die Kandidaten auf größere Schulen vorbereitet wurden. Er ist ein sehr intelligenter Mann mit wichtigen Verbindungen. Er bekehrte Drummond, ist der Beichtvater de Münz und de Bois d'Effre, der des Armee-Generalstabschefs, den er täglich sah. Ende Zitat. Abt Brugeret, und das ist ein weiterer, von dem ich hier, denke ich, ein Foto vorbereitet hatte. Naja, Foto habe ich nicht gefunden, aber ein Buch von ihm, von Abbé Joseph Brugeret, L'Art de Mourir, also die Art oder die Kunst des Sterbens. Abt Brugeret erwähnt zudem die auch von Joseph Reynach, ein französischer Politiker, 1856 bis 1921, genannten Tatsachen, Zitat. Ist es nicht dieser Pater Dulac, der Drummond bekehrte und ihn dazu drängte, La France Juive, also das jüdische Frankreich, zu schreiben, der die Gelder zur Schaffung der Libre Parole, also der Freiheitsparole, bereitstellte? Hatte General de Bois d'Effre nicht täglich mit dem allzu bekannten Jesuiten zu tun? Der Generalstabschef trifft keinerlei Entscheidung, ohne zuvor seinen Leiter konsultiert zu haben. Ende Zitat. So. Der Generalstabschef, ja, wen hat der denn bitte schön als Leiter? Da sollte man davon ausgehen, der einzige Leiter des Generalstabschefs kann ja wohl nur der Kriegsminister sein, so hießen die zu der Zeit noch. Da waren sie ja noch ehrlich in ihren Ämtern. Da hieß es nicht Verteidigungsminister, die Angriffskriege führen, sondern da hieß es Kriegsminister, die Verteidigungskriege führten. Der Generalstabschef hat ja wohl als Chef nur oder sein Leiter wohl nur den Minister oder aber den Präsidenten der Republik oder den König, je nachdem,
was in Frankreich gerade regiert, über sich. Und hier wird natürlich von seinem Leiter auf wen geschlossen? Genau, auf seinen jesuitischen Leiter, auf denjenigen, der die Puppen am Tanzen hält aus dem Hintergrund. Dort auf der Teufelsinsel, die ihrem Namen bei jenem Klima alle Ehre macht, verfuhr man bei dem Opfer dieser abscheulichen Verschwörung, nachdem die antisemitische Presse die Meldung verbreitet hatte, er habe zu fliehen versucht, extrem grausam. Kolonialminister André Le Bon gab entsprechend Order. Zitat: Am Morgen des 6. September, einem Sonntage, setzte Oberaufseher Le Bar seinen Gefangenen davon in Kenntnis, dass er sich ab sofort nicht mehr in dem ihm vorbehaltenen gewesenen Teile der Insel zu bewegen, sowie Hüttenarrest habe. Am Abend teilte man ihm mit, dass er über Nacht angekettet würde. Am Fußende seines aus drei Brettern bestehenden Bettes wurden zwei doppelte Eisenfesseln angenietet, die die Füße des Strafgefangenen umschlossen. Wenn die Nächte glühend heiß waren, erwies sich diese Strafe als besonders schmerzhaft. Bei Tagesanbruch machten die Wärter den Gefangenen los, dem die Beine schlotterten, als er aufstand. Ihm wurde untersagt, seine Hütte zu verlassen, in der er sich Tag und Nacht aufzuhalten hatte. Am Abend wurde er wieder gefesselt und dies ging 40 Nächte so. Die aus der Bibel bekannte Zahl 40 taucht hier wieder einmal auf. Irgendwann waren seine Fußgelenke ringsum voller Blut und mussten verbunden werden. Seine Wärter, vom Mitleid ergriffen, wickelten heimlich seine Füße, bevor sie sie fesselten, ein. Zitat von Armand Charpentier. Und aus Briefe eines Unschuldigen vom Januar und Februar 1895, wir sprechen hier immer noch von dem im Bild dargestellten Captain Dreyfus, lesen wir Folgendes. Nichtsdestotrotz bekundete der Strafgefangene nach wie vor seine Unschuld und schrieb seiner Frau, Zitat: Es muss doch irgendwo in diesem schönen und großzügigen Lande Frankreich einen Menschen von Ehre geben, der Manns genug ist, die Wahrheit zu suchen und aufzudecken. Ende Zitat. Ja, und wie wir gerade eben gelesen hatten, aus den Memoiren von dem Schwarzkopf, wie er da hieß, komme ich jetzt gerade nicht mehr auf seinen Namen, hatten wir den nicht gerade schon mal hier? Ihr wisst schon, das Bild hatte ich ja vor kurzem eingeblendet. Das ist jetzt hier nicht in dieser Reihe mit bei. War das hier? Ne, das ist Boulanger. Naja, wir hatten ja drüber gelesen. Der hatte ja gesagt, ich kann das ja nicht zugeben, ne? Hatten wir dann hier gelesen. Nach dem Motto, das Militärtribunal kann sich ja nicht irren. Ja? Hatten wir ja hier drüber gelesen, also ich gehe jetzt nicht drauf zurück. Lesen wir weiter. An der Wahrheit gab es im Grunde keinen Zweifel mehr. Woran es mangelte, war der Wille, sie hervorbrechen zu lassen. Erinnert mich irgendwie an die Zeit von heute. Zeugnis von der Tatsache gibt seinerseits Abt Brugeret. Zitat: Die Unschuldsvermutungen bezüglich des Strafgefangenen auf der Teufelsinsel mehren sich vergeblich. Vergeblich, weil sie nicht zu irgendeinem Ergebnis der Gerechtigkeit führen. Von Bülows Erklärungen auf dem Reichstag sowie jene durch dessen Gesandten Herrn von Münster der französischen Regierung übermittelten, bekennen sich vergeblich zu Dreyfusens Unschuld. Einer Unschuld, die auch Kaiser Wilhelm, das ist der deutsche Kaiser und König von Preußen, bekundete, die bestätigt wurde, als man, wie Esterhazy von Mathieu Dreyfus, angeklagt wurde, Schwarzkoppen, ja, das war der, den ich gerade eben meinte, den deutschen Militärattaché nach Berlin zurückbeorderte. Der Generalstab behielt seine ablehnende Haltung gegen jede nochmalige Überprüfung des Gerichtsverfahrens bei. Ja, wir sind ja unfehlbar, ne? Jemand ist eifrig dabei, Esterhazy zu decken. Man lässt ihm geheime Dokumente zu seiner Verteidigung zukommen und sogar seine Handschrift mit jener auf der Liste zu vergleichen wird. Untersagt. Auf diese Weise abgeschirmt, entblödet oder scheut sich der Schurke Esterhazy nicht, um Vorladung vor ein Militärgericht zu bitten.
Dort wird er am 17. Januar des Jahres 1898 nach dreiminütiger Beratung einstimmig freigesprochen. Das erinnert mich an das Gericht, das einberufen wurde, um John Surratt zu verurteilen. John Surratt, einer der Drahtzieher des Attentats auf Abraham Lincoln, der über Kanada nach England und später in den Vatikan geflüchtet war, den man dann im Vatikan festgenommen hatte in der Uniform eines Soldaten der Schweizer Nationalgarde, die ja den Papst sozusagen beschützt, ja, ihn nach Amerika verfrachtet hat, ihn angeklagt hat und auch innerhalb von kürzester Zeit freigesprochen hat, weil die Jesuiten natürlich sichergestellt haben, dass sie das ganze Gericht, Anwalt, Staatsanwalt und Richter in ihrer Tasche hatten. Und hier wird am 17. Januar 1898 nach dreiminütiger Beratung einstimmig Esterhazy freigesprochen. Also ein Schelm, wer Übles dabei denkt, ja, dass das vielleicht vorher abgesprochen gewesen sein könnte. Nun erwähnen müssen wir, fährt der Autor fort, dass wenige Monate später, als Oberst Henri wegen Fälschung verurteilt wurde, Esterhazy nach England floh und endlich eingestand, dass er der Autor der berüchtigten Dreifuß angedichteten Liste war. Und wir erinnern uns, was ich zu Anfang über Esterhazy gesagt hatte, bevor jetzt wir den Autor hier weiterfolgen. Esterhazy, der sein Wahlheimat hasste, aufgrund dessen, weil er ein Jesuit war, der hier versucht hat, dem Dreifuß aufgrund der antisemitischen entstehenden Stimmung in Frankreich, um die anzuschüren, dem Dreifuß die Sachen in die Schuhe zu stecken, die er selbst verursacht hat. Wir können nicht alle der vielen Ereignisse dieses Dramas anführen, die von Fälschungen gefolgten Fälschungen beim Versuch, eine offensichtliche Wahrheit zu verbergen, die Entlassung des Generalstabschefs, den Absturz von Ministern, den Selbstmord des auf den Mont Valérien inhaftierten Henri, der sich die Kehle durchgeschnitten und so sein Schuldbekenntnis mit dem eigenen Blute unterschrieben hat. Im Dezember des Jahres 1898 wurde von der deutschen Presse diese halboffizielle Meldung veröffentlicht. Zitat: Aus den Erklärungen der kaiserlichen Regierung ergibt sich, dass keine deutsche Persönlichkeit irgendwelche Beziehungen zu Dreifuß unterhalten hat. Von deutscher Seite können also einer vollständigen Veröffentlichung des geheimen Dossiers keinerlei Bedenken gegenüberstehen. Ende Zitat. Lesen wir in Maurice Paleologue, Tagebuch der Affäre Dreifuß, 1957 erschienen. Auch dies ist eine Lüge, wie wir wissen, da wir die Aussagen von Schwarzkoppen gelesen haben. Die unvermeidliche nochmalige Überprüfung wird endlich durch den obersten Gerichtshof beschlossen. Am 3. Juni des Jahres 1899 hat der Kassationsgerichtshof, also das oberste Berufungsgericht, in gemeinsamer Sitzung aller Kammern, an der die Richter in roter Robe teilnahmen, einstimmig einen Beschluss verkündet, durch den das gegen Dreifuß am 22. Dezember 1894 gefällte Urteil aufgehoben und das Verfahren an das Kriegsgericht in Rennes zurückverwiesen wird. Inzwischen hat der arme Dreifuß 5 Jahre auf dieser Teufelsinsel in teilweise unmenschlichen Umständen verbracht für eine Tat, die er nicht begangen hat. Nur mal eben eine kleine Anmerkung von mir. Womit eine weitere Tortur für Dreifuß beginnt. Er konnte nicht ahnen, dass er auf abstoßenden Hass treffen sollte, wie den, als er ging, und dass seine früheren Chefs, die sich dazu verschworen hatten, ihn wieder auf die Teufelsinsel zu schicken, kein Mitleid mit diesem armen, elenden Manne haben würde. Der dachte, er hätte nunmehr alles Leid ertragen, das es zu ertragen gäbe. Und so schrieb Abt Brugret, wird das Militärgericht in Rennes der Ungerechtigkeit des Prozesses von 1894 lediglich ein neues Unrecht folgen lassen. Die Gesetzwidrigkeit dieses Verfahrens, die Schuld Esterhazys, die kriminellen Winkelzüge Henris werden während der 29 Sitzungen jenes Verfahrens in Rennes nicht zu übersehen sein.
Doch das Militärgericht wird sich mit Dreyfus wegen sonstiger Spionage befassen, die nie je Grund für eine Anklage oder Meldung war. Alle bisherigen Indiskretionen werden ihm zugeschrieben und Dokumente beigebracht, die nichts mit ihm zu tun haben. Schließlich und entgegen allen unseren Rechtstraditionen werden wir, die Franzosen, verlangen, dass Dreyfus selbst nachweist, dass ein derartiges Dokument oder Papier nicht von ihm weitergegeben worden sei, als wäre nicht das Verbrechen weiter zu beweisen Aufgabe der Anklage gewesen. Ende Zitat von Abbruggeret. Liebe Brüder und Schwestern, hört, was hier geschrieben steht. Dreyfus muss selbst nachweisen, ein derartiges Dokument oder Papier nicht weitergegeben zu haben. In einem Rechtsstaat, wenn wir denn in so einem leben würden oder Frankreich damals ein solcher gewesen wäre, muss jemandem die Schuld nachgewiesen werden und er ist schuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist und nicht nur irgendwie auf Indizien, sondern wirklich bewiesen. Und was haben wir hier bei Dreyfus bis jetzt gelernt? Er muss seine Unschuld beweisen. Er ist also nicht unschuldig bis zum Beweis des Gegenteils. Er ist schuldig bis zum Beweise seiner Unschuld, die nur er selbst anbringen kann. Das lesen wir hier in diesem Fall. Und jetzt sagt ihr von, ja, was regt der Jörg sich so auf über den Dreyfus? Ja, heute geht es mit dem, oder damals ging es mit dem Dreyfus so, morgen geht es uns so. Was wir hier sehen, ist die Durchführung römisch-katholisch-kanonischen Rechtes. Und wenn die Freiheiten, die unsere Vorfahren sich erstritten haben mit der Reformation, einmal von dem römisch-kanonischen Recht überschrieben wurden, dann gilt das, was hier für den Dreyfus als Beispiel für etwas über 100 Jahren bereits galt, für uns alle. Und dann, Gnade uns Gott, dann kann nämlich nur noch der uns helfen. Auf dieser Erde hilft uns dann niemand mehr. Und deswegen ist das so wichtig, wenn wir sehen, wie das Rechtssystem hier umgedreht wird. Ja? Dreyfus muss selbst nachweisen, dass ein derartiges Dokument nicht von ihm wiedergegeben worden sei. Ich muss meine Unschuld beweisen und nicht mein Ankläger meine Schuld. Darum geht es hier. Doch ein ziemlich wichtiger Fall, finde ich persönlich. Die Parteilichkeit, wollen wir eben schauen, wie weit geht das denn hier noch? Ja, ich glaube, dann machen wir gleich mal eine Pause. Das kann ich ja wohl nicht ganz lesen. Wir sind ja schon über eine Stunde beschäftigt in diesem Video. Das wäre dann zu lang. Die Parteilichkeit der Ankläger Dreyfusens war derart offensichtlich, dass außerhalb Frankreichs die öffentliche Meinung wach wurde. In Deutschland veröffentlichte die liberal-demokratische Tageszeitung Stuttgarter Tageblatt am 29. August, wohl 1899, ich habe nicht vorgelesen, veröffentlichte die liberal-demokratische Tageszeitung Stuttgarter Tageblatt am 29. August 1899 mitten in den Gerichtsverhandlungen einen Artikel, dem wir folgende Formulierung entnehmen. Zitat: Deutschland hat weit mehr getan, als es nötig hatte. Wenn es durch den Mund des Staatssekretärs von Bülow die bekannte Erklärung zu Dreyfuses Gunsten abgab, so ist das eine Staatsaktion gewesen, wie sie voll wichtiger nicht gedacht werden kann. Wenn der Minister des Auswärtigen in solcher Form redet, dann redet er als Vertreter des Reichs und als Vertreter des deutschen Kaisers. Solche Worte haben ein unbedingtes Anrecht auf Glaubwürdigkeit, denn es ist ausgeschlossen, dass ein anständiger und vornehmer Staat unter solchen Umständen etwas anderes aussagen könnte als die reinste Wahrheit. Dazu kommt, dass im November 1897 Herr von Schwarzkoppen auf sein Ehrenwort versichert hat. Kennt ihr noch den, wie hieß der da im Schleswig-Holstein, der Ministerpräsident Rainer Barschel? Ich gebe euch mein Ehrenwort. Der dann später verselbstmordet wurde in der schweizerischen Badewanne im Hotel.
Fangen wir den Satz nochmal an, aber das konnte ich mir jetzt nicht ersparen. Den Kommentar muss ich dazu geben. Dazu kommt, dass im November 1897 Herr von Schwarzkoppen auf sein Ehrenwort versichert hat, niemals weder mittelbar noch unmittelbar mit Dreyfus-Beziehungen unterhalten zu haben und dass der deutsche Botschafter diese Erklärung amtlich dem französischen Minister des Auswärtigen Amts übermittelt hat. So, meine lieben Brüder und Schwestern, wir haben alle den Eid der Jesuiten gelesen, ja? Und wir wissen, dass Jesuiten und andere in der römisch-katholischen Hierarchie geistige Vorbehalte anwenden können und aufgrund dieser geistigen Vorbehalte jedes Ehrenwort abgeben können, jeden Schwur leisten können, wenn er im Endeffekt dazu dient, die Agenda der Kirche voranzutreiben. Wenn man das weiß, dann liest man solche Sätze wie diesen in diesem Buch mit ganz anderem Verständnis. Das Zitat fährt fort. Wenn es in Frankreich Leute gibt, die dennoch die Richtigkeit solcher Erklärungen bezweifeln, also entgegen des Ehrenwortes und entgegen dessen, dass nur ein anständiger und vornehmer Staat unter solchen Umständen etwas aussagen könnte, wenn es dann doch noch in Frankreich Leute gibt, die die Richtigkeit solcher Erklärungen bezweifeln, so spricht das nur gegen ihren eigenen Charakter und gegen ihre eigene Gesinnung. So wird schwarz und weiß verdreht, so wird gut böse und böse gut. Ja? Weil ich weiß, dass das Ehrenwort und der sogenannte anständige und vornehme Staat nichts wert ist, werde ich hier in Zweifel gezogen. Mein Charakter oder der Charakter halt der Person, die das bezweifelt, wird in Zweifel gezogen. Es kehrt sich um. Und es beginnt eine Personenhetze gegen die Person. Wie sagt man immer so schön? Hasse den Bericht, aber nicht den Überbringer. Und hier wendet sich das gegen den Überbringer. Die Feststellung einer solchen Tatsache, unter der ein Unschuldiger leiden muss, ist beklagenswert. Unter keinen Umständen kann aber Deutschland sich dazu hergeben, für seine feierlich abgegebene Erklärung einen weiteren Beweis anzutreten, sei es durch Vorbringung von Zeugen oder durch Vorbringung von materiellen Beweisen. Ende Zitat aus dem Stuttgarter Neues Tageblatt vom 28. September 1899. Und hiermit möchte ich meine Lesung des Buches Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris für heute abschließen. Nächstes Mal fahren wir fort in der Mitte des Kapitel 8 über die Jesuiten in Europa in dem Buch und werden wohl die Dreyfus-Affäre und Konsorten zum Abschluss bringen und halt dort weiterlesen. Aber ich möchte nicht weit über eine Stunde hinausgehen und eure Aufmerksamkeit überstrapazieren. Ich meine das nicht lächerlich, aber wenn man solche Dinge liest, dann sollte man das nicht übertreiben. Und eine Stunde ist mehr als genug. Weil schließlich wollen wir ja wirklich etwas lernen und auch davon behalten. Ich danke euch jedenfalls fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und ich freue mich bereits auf das nächste Video, das ich mache, wenn wir weiterlesen in Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris von 1975. Bis dahin, möge Gott euch behüten und beschützen und segnen auf all euren Wegen. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und sagt Tschüss. Especially I work in dealing with the infiltration of churches and religious institutions as well as government that cover a tremendous number of institutions. And the purpose of that infiltration was what for? Well, the purpose is what the Roman Catholic system has all the time as her own purpose, is to infiltrate, to penetrate all the areas of life where the Roman Catholic can have control and access for the coming world government. Simply put, this country and this world benefit from your commitment to Jesuit principles, to being men. As a graduate of another great Jesuit institution, Xavier University, I have great affection for the value and purpose of the Jesuit education. What that means is, in preparation for that world government,
the Roman Catholic institution, especially since the establishment of the Jesuit order in 1541, throughout all these 500 years, they've been in preparation and through infiltration and penetration of every level of society in order to take over the world politically and religiously. What a beautiful day the Lord has made. Holy Father, on behalf of Michelle and myself, welcome to the White House. There are two doctrines that define very well these dangerous goal of the Roman Catholic institution. Two doctrines define this very well. One is called the doctrine of the apostolic succession, and that is dealing with the papacy. And the other is the doctrine, the temporal power, and that is dealing with world government. Of course, both, because you can see that even the Pope and his own individual office, he meet those requirements. He is not only the head of his church, as he called himself, John Paul II, the present Pope, he said he is the pastor of his church. He is not only that, but he is the head of his state. It is a sign, perhaps, of how far we have come in this country that today's news of formal recognition between the governments of the United States and the Vatican did not create a furor. Once upon a time, it would have. Once upon a time, and not all that long ago, it did. From the time of President Washington, that was the first president to be utilized by the Jesuits. If you were not aware of that, President Washington already was initiated by the Jesuits to bring about the first communication with the Vatican ever known in this country. From there on, President Reagan, throughout all this time, President Reagan has come to fulfill the greatest moment in the history of this conspiracy.